Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Neben mir sitzt der Herr Morsteiner und das Pakete auspacken mit dem wundervollen Mann ist längst überfällig. Ich öffne mir selbstverständlich auch ein Bier jetzt währenddessen. Für die Leute, die noch nicht ganz so bewandert sind, was den Herrn hier angeht, wer sind Sie und warum sitzen Sie hier? Ich bin Schriftsteller der Hochliteratur. Ich habe sehr, sehr große Werke geschrieben und feine Werke. Ich bin hier, weil ich sehr viele Pakete geschickt habe und eigentlich... Indirekt. Ja, indirekt. Ja, weil mich die Persönlichkeit... Ja, natürlich. Aber die Pakete waren ein Ausrufezeichen hinter meiner Person. Immer wieder ein Aufzeigen. Hier ist Morsteiner. Und jetzt ist Morsteiner hier. Sitzt hier der Herr Morsteiner oder der Herr Zobel heute? Das werde ich je nach Paket, was ich auspacke, variieren. genau. Ich habe auch angefragt, ob ich Fanpost öffnen darf, weil Amazon-Pakete kenne ich ja. Ich habe sie ja verschickt. Ne? Und ich erhoffe mir lustige, tolle Sachen. Und möchte mich auch gern aufregen über eklige Sachen. Über mich? Also ich meine, ich bin extra, weil ich weiß, dass Medenfi das ja auch sieht, so sehr erschienen. Und das, ich wurde nicht negativ kritisiert und mir fehlt was. Von mir? Ja. Wieso denn das? Na, hätte ich das Vieh jetzt eingeladen, hätte der Mann auf jeden Fall ein paar Bemerkungen gemacht zu den Flecken. Also ach, Flecken hast du da? Ach ja, stimmt. Sind das Blutsflecken? Du kannst, ich weiß nicht, ach, was oh es Gott, ist. Oh Gott, das könnte ich eigentlich abfotografieren. Naja. Ich weiß wirklich nicht, was unten? Ist. Ja gut, okay. Ja. Das geht so weit. Aber du willst dich überhöhen, weil ich habe ja eine Dose. Nein. Und er trinkt aus dem Glas. Er wollte ein feiner Herr sein. Ich wusste, dass er dazu was sagt. Nein. Und dass es ihm missfällt. Aber man kann Guinness nicht aus der Dose saufen. Ja, ist okay. Aber du hast das Guinness extra ausgewählt. Ja, weil das ist mein Magen schon. Ich bin, ja. Also das vertrage ich immer gut. Okay. Ja, ich freue mich. Guten Tag. Und hier liegt ein großes Messer. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Auspackmesser? Ich würde sagen, du nimmst dein Er könnte Zeichen. Auch super verrückt sein und mir das irgendwo reinjagen. Ich kenne den ja noch nicht so gut. Außer in Amsterdam. Und da waren wir ja sehr angeheitert und... Och, die sieben hier. Ja. Ich mit beiden Händen, den Zeigefinger der rechten... Ich weiß gar nicht, wie es aufgemacht wird. Der Zeigefinger der rechten Hand hier hin. Ja. Nee, so fest. So fest. Ach so. So hier, genau so hier. Okay, warte, mach mal. Okay. Nee, du fest. No, okay. Nee, die Hand so richtig dran. So. Ja? Und dann einfach aufklappen. Und dann geht er nach oben. So doll wie möglich. Ah! Mager. Ein bisschen Schwung. Damit. Ach so. Ein bisschen Schwung. Oh. Mensch, ich fasse sie. Der Mann kommt von der Street. Irgendwie das Leergut, bitte. Okay. Oh. Erstes Paket. Ich bin bewandert am Pakete aufmachen, aber habe immer nur so ein... Das Einzige, was wichtig ist, dass die Inhalte nicht beschädigt werden und dass man möglichst an den Klebestellen öffnet. Und nie zum Körper zu. Einfach so ist. Ich mache es immer zum Körper hin. Wenn ich was beschädige, vergelt's Gott. Okay. Erzähl so lange was, weil das dauert ein bisschen. Nee, das ist, der Fokus sollte auf dem Paket öffnen an sich jetzt gerade liegen. Das ist schon sehr interessant. Oh, es ist gut. Mich fasziniert diese Liebe und Hingabe, mit der das Paket geöffnet wird, weil es halt die erste Fanpost ist jetzt hier an diesem Tisch. Deswegen. Schinkenwurst. Ich habe übrigens einer Freundin auch ganz viele verrückte Sachen jetzt in ein Paket gepackt und geschenkt, so nach Arters Fanpost. Okay, das ist geil. Das kann ich mit meiner ranzigen Dreckshaut echt gebrauchen. Zeig mal. Nee, die Dreckshaut. Achso, die Dreckshaut, die geht jetzt eigentlich gerade wieder, aber... Das sind keine Arbeiterhände auf jeden Fall. Die Dreckshaut. Das würde ich echt dementieren aufgrund der... Warum bin ich denn da schmutzig? Ja, siehst du, du bist einen Tag mit mir zusammen. Hey, guck mal, hier steht sogar was. J, Jod, Jodsef, Jodsef, Tom, tot. Hier steht tot. In meinem Daumen steht tot. Warum denn das? Egal. Bitte keine bösen Omen im Chat. Das ist nicht gut. Okay. Würde der Schänder sich freuen? Hast du eine extra Box für Schänder? Meistens ja. Okay. Aber wir können mal aufs Datum gucken, weil der Mann verzehrt auch nichts abgelaufenes. Aber das scheint ja ein gutes Paket zu sein, ne? Das ist ja sehr. Das ist sauber? Ja. Es sind Protect Care.
Warum Handcremes? Na, das ist jetzt, das braucht man echt nicht. Na, Junge, da kann man so gleich lassen. Freestyle. Also, wenn man will ja kein Gummi benutzen, sondern eine Vagina. Ich finde es gut, dass der Mann für die wichtigen Werte einsteht. Also, dieses Kleingeld mit dem Faultier zusammen, das ist wirklich süß. Hier ein Master auf jeden Fall. Immer wenn Geld kommt, trinke ich. Das ist gut. Das ist richtig eingearbeitet. Oh ja, sehr, sehr gut. Das ist echt schön. Das ist geil. Ja, das ist ein Detail. Sehr gut. Mich überrascht zwei Sachen, und zwar, dass es so sauber ist und dass kein Brief dabei ist. Das war das von Naturin, oder? Nee, das von Naturin kommt jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. So wie das Vieh das immer sagt, ist es wichtig, Danke zu sagen. Von Dennis ist das ja. Ach so, sonst wäre das vielleicht das gewesen, weißt du, weil. Ach, hätte ich den Namen drauf. Geht ja ran. Dennis, vielen Dank für diese Sachen. Es ist seltsam. Aber es wird konsumiert. Wenn sie noch was gelüstet, sagt Bescheid. Ja. Also ich möchte alle Geldscheine über 100 Euro haben. Ja? Ne? Alles, was über 100 Euro ist, kriegst du heute. Das ist immer ein Deal. Weil wenn Geld, ja, Geldscheine kommen. Klar. Okay. Kein Problem. Wie oft kommt das vor? Ich kann sehr selbstbewusst da einschlagen. Ich denke nicht, dass ich heute was verliere. Okay. Schickt mir... Nee. Doch, schickt mir Geldscheine, natürlich. Nein. Schickt mir Geldscheine. Henry, das ist absolut... inakzeptabel. Würdest du es wieder zurückschicken? Zweifelsohne nicht, aber... du machst es auf, ich guck rein. Das sind Dosen, ja, da bin ich... Dosen sind immer ganz schlimm. Wenn du da reinschneidest, dann spritzt das vielleicht raus. Habe ich damals im Edeka manchmal mit Absicht gemacht. Also mit dem Cuttermesser. So ein ganz kleines Loch in die Dose. Aber meistens in der Frühschicht, als ich dann natürlich ging. Und dann entleert sich dieser feine Strahl, also wenn man das Loch unten reinmacht in die Dose, über Stunden hinweg in das Regal. Dann wird das oft gewischt, derjenige Mitarbeiter ist im Stress, sieht nicht, dass dieses Loch ist, wo das rauskommt, und eine Viertelstunde später ist er wieder auf die Pfütze. Und dann guckt er, hebt die Dose raus und sieht es nicht. Du wirst mir ins Gesicht stechen. Ja. Ja, aber ja, okay, ich verstehe, lustig. Ich habe auch bei Edeka mal gearbeitet. Aber es gab mal, irgendwann musste man deklarieren, was 100 Gramm kosten. Weißt du, das steht ja immer darunter. Ja. 100 Gramm kosten das und das. Und das wurde irgendwann mal eingeführt und diese Zettelchen unter den Produkten mussten erneuert werden. Da haben sie Leute von der Straße geholt und ich war einer davon. Ja, ich war ja auch mal sehr lange her. Naja, ich hab. Du warst immer sehr lange her? Ja. Also. Sicherlich ist den meisten jetzt der Natururin kein Begriff, aber das möchte ich auf jeden Fall erstmal ändern. Und danach muss die Geschichte unbedingt weitererzählt werden, weil ich weiß immer noch nicht, was jetzt mit den Zetteln war. Also wurden die jetzt angebracht oder nicht? Ja, ja. Aber ja, von so einer Zeitarbeitsfirma oder so, vor 20 Jahren oder so. Und da haben wir immer alles mitgenommen und geklaut und so was habe ich natürlich aufgemacht. Nie gemacht. Nein. Und Kippen, ne? Also ganze Stangen mit. Ist das schon 20 Jahre her? Ja, super lange. Sehr gut, es sollte verjährt sein. Oh, das. Achso, das ist leer. Das ist. Ah! Also. Ein leeres? Ich sehe da. Ich sehe da jeweils 25 Cent. Ja, der Inhalt ist weiter. Ich bin ja. Ja, alles gut. Genieß es! Hallo Max, dieses Bier in Flaschenform ist das Bier, was ich auf Wanderung am häufigsten saufen tue. Wieso in Flaschenform? Ist das Dosenform? Ja, Mann, der fickt mir den Kopf ohne Kondom. Wann kommt mal wieder ein neues Wandervideo? Ey, Sergeant, wir sollten dringend mal wieder wandern gehen. Das stimmt. Ich wünsche mir mehrtägige Sauftouren mit Übernachtung im Freien. Um Gottes Willen. Aber eine Übernachtung im Freien, das ist schon längst mal überfällig. Ja, das stimmt. Viele Grüße, Natururin, aka Kunsturin. Ja, guck. Ja. Kennst du ihn? Nee, gar null. Echt jetzt? Er sieht so aus wie... Es gibt viele, die so aussehen, aber... Ja. Aber kann man das zeigen? Ja. Der Mann ist öffentlich zu sehen. Er hat eine sehr komische Lippe. Das sind ja nur Lippen. Zunge ist nicht zu sehen. Jetzt guckt man sich mal seine Lippen an. Oh. Ja, das ist halt ganze Urin. Ja, das ist schon gut. Aber stell dir vor, das ist nicht seine Zunge, sondern seine Lippe. Dann hat er ja so ein operiertes. Alter, stimmt, jetzt sehe ich das auch. Was für ein verrücktes Bild eigentlich. Wenn man sich immer die Lippe wegdenkt oben. Oh, Maulklammern solche. Aber okay, das Bier ist nicht das Beste. Also aus meiner... Der Schändler trinkt das gerne. Ja. Aufgrund von alten Seiten. Aber mir schmeckt es nicht. Fühlt sich frischer Geschmack. Alter, freut sich bestimmt.
Viel, viel Mastdarm auf jeden Fall. Einfach schmeißen. Schick mir Urin. Aber hast du so eine. Ach, da drin bestimmt. Die ganze Wohnung ist ein Lager. Okay. Das ist nicht so schlimm. Viel Mastdarm. Also, Edeka. Ach, hab ich schon erzählt. Nee, hast du dann die Zettel angebracht? Angebracht und komischerweise war auch ein Chinese mit dort, der noch gar nicht so lange im Land war, der die Sprache ja gar nicht konnte. Er konnte also gar nicht die Produkte, er musste echt immer nach Buchstaben gehen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das stimmt, aber für ihn war es sehr schwierig und er hat trotzdem nur einen Hungerlohn bekommen, so wie auch ich. Denn auch ich habe vor Edeka mal Straßen gefegt mit meinem guten alten Kumpel Biermutant, der heute Anwalt ist in Berlin und nicht mehr cool sein will. Jetzt geht's steil. 60 LEDs, 5 mm gelb. Ja. Was macht man dort? Hast du sowas? Hättest du hättest du irgendwo so ein Ding, wo du es reinpackst und dann leuchtet das? Sollst du nicht holen, aber. Eine Leiterplatte? Nee. Eine Leiterplatte? Ja, du könntest ach damit so. 60 Modellbau an. Ich kenne mich so. Damit machst du da zum Beispiel auf einer Modelleisenbahn Ampeln. Kannst du 60 Stück damit machen. Also wenn du noch. Urin! Hier, Vielen Dank, schick mir LEDs. Schon wieder alle? Nee. Nein. Das klang was heißt schon wieder? Das ist mein erstes Bier. Das klang jetzt wie bitte neues Bier. Nein. Das ist dein erstes Bier. Das erste Bier im Video, ja. Mein zweites. Nicht zu versoffen darstellen. Nein. Meine Frau glaubt nämlich dann, meine Frau hat gesagt, ich soll nicht zu lustig sein. Und irgendwas noch. Das habe ich Gott sei Dank vergessen. Wahrscheinlich. Nicht ausziehen. Ja, nee, das willst du ja auch nicht. Naja, das sind nicht aber meine. Von der Kamera. Ich kann jetzt auch stehen, ich kann meinen Puller rausholen. Soll ich wirklich machen? Nein, mir gefällt aber die Grundeinstellung. Das ist keins. Hallo Max, es wird mal wieder Zeit für vernünftige Fanpost. Ronny, du sprichst mir aus der Seele. Dementsprechend schicke ich dir wieder ein hoffentlich tolles Pfeffi-Paket. Bei den letzten Paketen hast du dich immer richtig gefreut über die Inhalte. Hoffentlich bleibt bei diesem auch. PS, hoffentlich sieht man sich mal auf ein feines Pfeffi-Getränk. Liebe Grüße aus Magdeburg. Bleib so wie du bist, dein Pfeffi-Freund Ronny. Ich grüße dich ebenfalls, geliebter Onkel. Grüße zurück aus Dresden. Und ich muss sagen, dein Paket haben mein Fallus wirklich jedes Mal steifen lassen. Das ist ein Handtuch. Wo hat denn der Mann die Sachen her? Arbeitet er bei Pfeffi wahrscheinlich, ne? Wenn der bei Pfeffi arbeitet, dann lutsche ich wirklich dein Pfeffi-Getränk aus Magdeburg. Ja? Und wo kommt Pfeffi her? Nordhausen. Okay, also aus dem Harz. Nordhausen ist ja Harz, ne? Nordbrand? Nordhausen? Ist das nicht so? Oh. Das ist ein Handtücher. Doch, ein Handtücher. Alter. Ja. Die sollte man zwar erstmal waschen, weil die fusseln, aber die sind schön. Ja. Oh, Junge, die Partikel. Die sind sehr gut gearbeitet. Sie sind die besten. Sie fusseln überhaupt. Oh, Junge. Aber das ist nicht gut gearbeitet. Guck mal, also hier sieht man ja schon. Aber es ist natürlich nett. Es ist super cool. Wer das verwendet, der sieht das da gar nicht, wegen dem Pfeffi jetzt. Aber ich muss sagen, die T-Shirts, die haben eine sehr gute Quali. Ja. Also das T-Shirt war geil. Aber riech mal. Ja, das ist eine Mischung aus Chemie und. Ich habe schon viele Deluxe. Aber wir sind ja gar nicht im Bild, Entschuldigung. Das ist auch gut so. Die Handtücher werden gewaschen und dann verwendet. Das ist, zum Training ist es da geil. Aber ist da jetzt Alkohol? Da ist was Schönes. Im Fitnessstudio, dann mit so einem Pfeffi-Handtuch auf der Bank zum Beispiel. Sowas ist einfach nur geil. Alter. Ja, da kommt. Ist das jetzt ein Seifenspender oder ist das wirklich für die Bulle? Bleib sauber. Wenn das Seife ist, darf ich die haben? Wenn das Seife ist? Wird es nicht sein. Das bezweifle ich sehr stark, aber. Keine Seife. Ich vermute Feuerzeug, aber. Ja, bestimmt noch. Ach so, ja. Ein leeres. Wenn der von Pfeffi ist, sehr mies ausgesucht. Ja. Aber guter Mann. Nein, das muss man selber fühlen. Hast du mit dem Typen, hast du den schon mal getroffen? Nee, getroffen nicht. Okay. Aber der Mann hat mir schon öfter schön sagen. Das war schön. Aber er sollte sich doch mal erklären im nächsten Paket, warum, woher hat er das? Gibt es einen Shop vielleicht in Magdeburg? Oder ist er Superfan und hat ein Abo da? Das ist ein bisschen lustig, ne? Ach, damit man die Flasche danach benutzen kann auch nochmal vielleicht als Seifenspender. Nee, du füllst damit deine Becher ein. Das hast du einen kleinen Beutel da? Selbstverständlich. Ach so, ja.
Hm? Aber einmal drücken ist ja sehr wenig. Also, ja, es ist ja auch gut, wir arbeiten gerade. Ich trinke kein Alkohol, also harten. Das ist 18%. Also ich muss echt sagen, das ist schon geil. Also das ist schon, das ist cool, muss ich echt sagen. Ich finde den auch immer besser als blaue Luft, weil meine Frau blaue Luft. Ja, ist nicht so süß. Genau, besser. Habe ich noch da die Luft mit 50% sogar, mit Strong Version. Vielen Dank, das ist geil. Das können Sie schön sinnlos in die Rübe geben. Das ist ein praktischer Spender. Ja. Also, oh, Alter. Die wirst du wahrscheinlich heute tragen, oder? Ja, heute nicht. Heute ziehe ich mich mal etwas ordentlich an. Aber Flipflops auch. Also ich muss sagen, ein guter, der Mann weiß ja echt, was gut ist. Der Mann weiß, was gut ist. Das ist am Strand natürlich cool, wenn du lang gehst und da steht Pfeffi im Boden. Junge. Mhm. Also ich muss sagen, nee, das ist Merch, der mir gefällt. Merch mit ÖRT. Muss ich eigentlich mehr in die Kamera gucken? Ich denke manchmal, ich gucke gar nicht rein. Muss ich Kontakt aufnehmen mit euch? Frag die Leute. Ich weiß es nicht. Da kann ja keiner antworten. Natürlich. Jetzt gerade? Siehst du den Chat nicht? Wir sind live. Das wäre Chat, würde ich nicht gut finden. Ja. Nee, wie du möchtest. Möchtest du denn, dass man dir die ganze Zeit in die Augen blickt? Ja. Denn so kann ich Kontakt aufnehmen und euch leiten. Dann schau in die Kamera. Dann schau in die Kamera. Ich habe das wirklich nur ausgepackt, um es zu präsentieren. Der Mann sagt, er selbst keinen Schnaps. Einer geht. Ich darf bis Samstag darf ich noch Alkohol trinken und dann schaffe ich vielleicht 8 Wochen ohne Alkohol. Ich hätte den Pfeffi weglassen sollen, ich merke es schon wieder im Bauch. Alles gut, du musst nicht mehr trinken. Pussys sind Pussys. Morgen wird. Fehlerweise getrunken. Muss sein. Morgen wird fehlerweise getrunken. Also, er würde sonst gerne trinken. Mich regt das auf. Er würde einen Gruß nach Magdeburg gerne schicken. Per Entleeren einer. Das war eine richtige schöne Flasche voll. Eine kleine Flasche voll? Nein. Es war ein kleines Näpfchen. Das war dein Gruß. Mein Gruß an dich, mein lieber Pfeffi-Mann, war ein richtiger Gruß. Schmeckt's dir denn? Natürlich. Du hast oben an der Stirn. Lass ruhig hier stehen. Ja. Du wirst es schon nochmal brauchen. Oben an der Stirn eine sehr rote Stelle, die lässt dich. Siehst du das? Da. Also es kommt entweder ein Pickel, du hast dich da irgendwie gekratzt. Ist die Aufregung? Oder tot. Aber ich habe ja hier das Tod. Hier ist weg. Hier ist Aufregung, ne? Aber wie leidend. Guck mal, mach mal deinen Anmachblick. Wenn du richtig. Ja. Ist das ekelhaft. Um Gottes Willen. Nee, das ist leidend, wirklich. Das setzt schon wieder ein. Das ist. Ich muss saufen können. Wenn ich nicht saufen kann, bin ich unglücklich. Verstehst du das? Das verstehe ich. Aber ich gehe auch ein Risiko ein, ne? Er hat Magen-Darm gehabt. Ich sitze so dicht neben ihm. Aber. Ja. Ja. Na gut, wir haben auch aus dem selben Becher getrunken. Ich wollte gerade sagen, wir trinken ja nicht aus dem selben Ding, aber ja. Haben wir? Achso, ja, oh! Ja! Ah. Stimmt, meine Frau hat gesagt, ich soll nicht so aus irgendwas trinken, was er schon getrunken hat. Ach, scheiße, stimmt. Ich wollte meine Frau ist so schlau. Ich hab's vergessen, wirklich. Paket. Sorry, nee, wirklich, falls es zu was kommt, das ist. Nee, das ist schau. Nee, kommt wahrscheinlich nichts. Okay, das sind gute Männer von der letzten Bier. Ausschenkung. Hallo Herr Winklerberg. Hiermit sende ich dir feinste Fanpost aus dem Westen. Ich wollte dir eigentlich dieses T-Shirt persönlich übergeben, aber habe es einfach zu Hause vergessen. Aber trotzdem, danke für das Freibier, geliebter Bruder. Kannst du bitte Vincent, Tim, Sina und den ganzen Rest des Zwickau grüßen, sowie Paul G. aus Dresden. Danke euch allen für dieses wunderbare Wochenende in Dresden. Huhn, sehr ungern. Das würde ich beim nächsten Mal machen. Schickt mir Feldins, ihr Schweine. LG, Niklas aus Frankfurt am Main. PS macht dein Versprechen wahr, wir warten am Frankfurter Hauptbahnhof auf dich. Was? Das klingt nicht gut. Frankfurt am Main ist der Drogenszene. Ja. Was, die sehen nicht so aus, als wenn sie da irgendwie Bezug haben. Ja. Ja. Ich kann mich an das Versprechen hier. Aber mal gucken. Frankfurt am Main, Drogenszene. Jetzt gucken wir in das Paket rein. Schlüpper? Ist das ein Schlüpper? Das sollte das T-Shirt sein, theoretisch. Ach so. Weil das angekündigt ja, ich habe gar nicht zugehört, was du vorgelesen hast. Das fühle ich absolut. Oha. Ja.
Das ist cool. Ja. Haben wir jetzt einen Gruß von Niklas? Das ist cool. Warte, oh, Entschuldigung. Schickt unbedingt mehr Federschickdeckel von Niklas aus Frankfurt am Main. Kann man das so personalisieren lassen? Das ist. Ach, das, Junge! Das habe ich aber nicht gesehen. Richtig cool. Das ist echt cool. Das ist ja wirklich der Federschickdeckel. Also, das ist eine gute Idee. Also wirklich. Es muss entknittert werden, aber dann. Also, ja. Ein Federschickdeckel ist ein geiles. Das kannst du gut tragen. Das ist also echt sehr gut. Grüße, Ul. Bratan, ich küsse deine Eichel. Das ist wirklich schmackhaftes T-Shirt. Das kann nicht aus dem Drogenbereich kommen. Hundertprozentig nicht. Dann wäre da Urin dran. Junge, Alter. Aber das, guck mal, das würde ich nicht trinken. 5,9 ist mir zu viel. Also ich trinke immer ein Bier mit 4,9. Das ist okay. Ist das überhaupt, wo ich hier sowas sage? 5,2 müsste das sein. Was, auch über 5? Naja, ist ja okay. Rakete habe ich mich völlig übersoffen in der Jugend. Ja. Da komme ich gar nicht mehr ran. Aber da gibt es einige, die das beim nächsten Umdrucken sich nennen finden. Aber das ist eines der besten, was es gibt. Schreibt mal rein, wie viel ihr davon schaffen würdet. Von so einem großen Humpen. Ich glaube, 3 würde ich schaffen. Also, oh, ich fange immer, ganz schnell an, von Alkohol zu lallen. Sehr gut. Nee, das hab ich nicht. Ich schreie nur rum und da sitze. Nee, lallen tue ich eigentlich gar nicht. Wenn ich völlig dicht bin, kann ich eigentlich nur ordentlich sprechen. Nee, ich lalle zuerst. Nach 3 Bier lalle ich schon. Alle denken, ich bin super besoffen. Bin ich gar nicht. Also, ja. Das magst du, ne? Das kann ich jetzt aber erstmal eine Weile nicht trinken, weil das waren die letzten Getränke, die wir auf dem Dom getrunken haben, nachdem der Brechdurchfall losging. Und das, wenn ich den Geschmack jetzt im Kopf habe, wird mir direkt schlecht. Das ist ganz schlimm. Wenn du da riechen würdest, müsstest du kotzen. Ich habe den Apfelkuchen in der Nase jetzt gerade. Das ist ganz, ganz schlimm. Oh, sowas kann ich nicht. Oh, das ist. Wenn ich dicht bin, geht das. Da muss man zu sein. Kennst du so Shots, die es zu kaufen gibt mit Lakritz und so? Das ist für mich fast das Gleiche. So, ne? Wo man. Oder sauer. 16%, also ist halt Zucker. Saurer Apfel, auch früher alles sinnlos reingepfeffert. Aber das sind Sachen, die auf jeden Fall gesoffen werden, alle. Also, das ist schön. Also, ich starte hier einfach mal, ne? Okay. Vielen Master, meine guten Mann aus Frankfurt. Also, für den Suff. Das T-Shirt, bestes. Sowas ist was Neues, ne? Also gab's noch nicht, gutes T-Shirt. Ich würde gerne wissen, ob das. Ne, das muss selber gemacht worden sein. Ja, klar. Aber das ist cool, das die Idee. Das gibt so nicht zu kaufen im Laden, das sagt ihr auch. Weil diese Grafiken sind wild. Ja, stimmt. Schickt mir Federdeckel. Die Federdeckelfirma wird uns mies abmahnen. Das ist, schickt mir das T-Shirts ist, mit lustigen Sachen drauf. Nee, bitte nicht mehr T-Shirts. Nee. Kannst du nicht pushen, wie was für ein Überschwall ich hier lebe, was die Klamotten angeht. Also, hast du die Küche gesehen? Ja, stimmt. Es ist schwierig. Ich würde gerne mal T-Shirts in der Küche. Die meisten, ja, weil der Schrank voll ist komplett. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Das sind ganz viele. Die hängen mitten im Raum. 20 Stück. Oh, darf ich mal eins aussuchen vielleicht? Sicher ein XL-Ding und dann. Ich bitte darum. Aber das muss ganz verrückt sein. Ich habe auch Arbeitskleidung in rauen Mengen. Also. Nö, ich gehe ja nicht arbeiten. Ja, deswegen trage ich sie doch. Ach, das ist ja das Schöne daran. Ich gehe ja nicht arbeiten. Machst du fertig. Sowas, genau sowas. Ja. Ja, er wollte ja wirklich Ranz halt. Ja, aber das ist bisher kein Ranz. Das ist für dich noch kein Ranz. Nee, es stinkt ja nicht. Guck mal. Das geht. Ja, das geht. Das ich ist sehe so, Socken. Das ist aber so, da ist was in den Socken drin, die schützen es. Das ist so die Vorstufe, sag ich mal. Können die Leute reingucken? Nee, du kannst nicht. Nee. Soll ich es hochheben? Nee. Okay. Nee. Es ist. Ja. Ganz spannend. Okay, bald zu und noch haltbar. Nicht mehr haltbar, Entschuldigung. Nicht mehr haltbar? Nein. Aber für Vögel, wenn wir jetzt irgendwo am Strand wären, könnten wir das schön verfüttern an kleinste Spatzen, Schwäne und so weiter. Ist das ein 3D-Drucker? Ja, ne? Was ist das? Was soll uns das sagen? Da muss doch eine Botschaft. Ist da ein Zettel drin vielleicht? Er ist wieder da. Der war. Ja. Der Film, hab ich nicht gesehen. Das Buch habe ich auch gelesen damals. Das war das zweite. Ja, okay. Was ist denn das? Das ist eine Landkarte. Das Material ist ekelhaft. Ja, ich hasse 3D-gedruckte Sachen irgendwie. Ja. Oh, diese Struktur. Das ist doch noch gar nicht ausgereift. Also warum macht man denn da schon irgendwas, ne? Das ist, weil die Leute das. Das Interessante ist, glaube ich, diese Sachen zu programmieren, dass sie dann gedruckt werden. Aber die Sachen an sich zu drucken. Aber es ist eigentlich für Sex-Sachen gedacht, weil hier kannst du einführen und hier unten ist das andere. Der Damm muss einfach nur sehr knapp bemessen sein. Das erinnert mich eher an so ein Nashorn oder sowas. Der Damm muss sehr knapp bemessen sein. Bei einer Schwangeren zum Beispiel, also nachdem sie ein Kind geboren hat,
ist es ja manchmal angerissen und so weiter. Vielleicht könnte das sogar helfen, damit alles wieder zusammenwächst. Was weiß ich. Ja. Ich stelle es nicht hier hin. Oh Gott, oh Gott. Lieber Herr Berg, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir hoffen, dir gefällt unser allererstes Ranzpaket an dich aus Dresden. Grüße an die O-förmige Familie und in Forzico Superfahrer und den Geschäftsmann. Den Herrn Geschäftsmann. Viele Schwängerungen aus Schwanger, aus Berlin. Gesagt. Das ist das zweite Mal, wo du heute was zu mir sagst. Das ist aber zeig mal, wie das knitterig, assi, so, ne? Das ist ranzig. Aber was sie geschickt haben, ist nicht ranzig. Also nicht gut gemacht. Das ist nicht ranzig. Das war so drin? Ja. Ist da was drin? Nee. Und dann ist es einfach nur Papier. Oder Zellophan oder wie heißt das denn nochmal? Silberfolie. Ja. Ja. Wenn da jetzt irgendwas Ekliges drin ist, dann juhu, aber. Nee. Krims. Das ist saure Bonbons, Ja. Den werfe ich mir ein. Ja, sowas werfe ich mir nicht ein. Aber das ist da auch nicht gut für deinen Magen. Das stimmt. Aber Alkohol ist schlimmer. Also Alkohol wäre jetzt, also dieser Pfeffi wäre schlimmer als das. Das kommt dann niemals in meinen Magen. Sondern bleibt hier hängen. Ich lutsche daran ja nur kurz und dann spüre ich es aus, weil das sauber ist ja nur außenrum. Okay. Mein Sohn würde daraus jetzt eine lustige Sache machen. Komm, wir testen mal. Aber ich bin sauer, geht nicht. Wo soll ich es hinpacken? Das ist nur, bei den Worten ist halt nur die äußere Schicht sauer und der Rest ist dann so süß. Das ist gut. Sowas ist gut. Irgendeine Spritze und keiner weiß, was das ist. Alter! Ach, Junge. Subkutane Anwendung. Was heißt subkutan? Also in die Ader. Im Fettgewebe. Ach ja, stimmt. Das ist doch hier. Ja. Das ist doch hier Monoembolex. Ist das nicht der Klassiker für. Das mache ich jetzt. Ins Bauch spritzen? Das mache ich jetzt. Ich spritze mir das. Kein Problem. Nein. Ich habe da gar kein Fettgewebe. Also ich glaube, dass es das ist. Aber der Mensch, also einer von. Halt, glaube ich, ist 2019. Okay. Alter. Deswegen na gut, dann sehen wir das nicht. Dann sollten wir uns das eigentlich teilen mit Ballern. Also. Ja. Kappa! Ein Wecker, das brauche ich nicht. Weißt du, was ich machen wollte in Stralsund? Dass ich ganz viele Radiowecker kaufe. Und die sind alle batteriebetrieben. Und dann mache ich die an den Hotspots fest. Und irgendwie zu verschiedenen Uhrzeiten. Und alle Leute, was ist los? Naja, gute Idee. Das gefällt mir. Alles, was öffentlich Verwirrung stiftet, ist lobenswert. Oh, Junge, ist das schwer. Was ist denn das? Alter, das ist kein... Oh, es wird doch noch ranziger. Sehr gut. Das ist eine Absolutflasche mit Kleingeld, wenn ich richtig liege. Das sind meine 100 Euro. Alter, das wäre wild. Junge, diese Spritzen, was soll denn das? Ja, aber das sieht gut aus. Ich finde das immer so... Das ist absolut, Alter. Ich scheiß mir ein. Oh, das macht mich wirklich geil. Du musst den Kobalt-Tanz machen, oder? Das sollte ich mir eigentlich eher einführen, um dem gerecht zu werden, aber... Nicht einführen, nicht einführen, nicht einführen. Nein, ich finde es gut, dass du es Kobold nennst, aber bitte nicht weiter darauf eingehen. Auf den Kobalt? Nee, alles nach dem Video bitte. Ach so, leckere Schauen, nein, was? Nein, bitte nach dem Video besprechen, danke. Ah, Junge, das war absolut glücklich. Ah. Aber was glaubst du, wie viel Geld ist da drin? 17,50 Euro. Nee, aber du hast doch schon so ein Gefühl dafür. Ja, das war mein Ernst. Nein, das wird doch mehr sein. Nein, das ist alles braun. Ja, okay. Lass es 22 sein. Wie merken wir uns das denn? Das nächste Mal, wenn wir hier wegschaffen mit dem Vieh, dann wird die Flasche getrennt abgemessen. Was ist okay, dein okay. Was ist dein Tipp? Okay, was ist der Gewinn, wer recht hat? Das ist dann immer cooler. Wer näher dran ist? Ich sage 19. Genau 19. 19? Ja, weil du mich, sonst hätte ich auch mehr gesagt. Aber und was war denn jetzt mein, was habe ich jetzt gesagt? Ich 21? Nee, 20, du hast so 17 gesagt. 17,50 und das zweite war 22. Also ich, nein, ich würde jetzt eher sagen 23. Dann sage ich 24. Ja. Ja. Wir entscheiden das nochmal nackt. Das ist schon seit über anderthalb Jahren abgelaufen. Mhm. Krombacher Weizen, alkoholfrei. Du hast ja gesagt, du gibst das immer weiter an irgendwelche anderen Bitches und so, und die trinken das. Oder Homepartys, ne? Ja. Voll so, die Leute merken, dass das abgelaufen ist, ja klar. Und wenn sie es doch merken? Wir haben noch 7 Sekunden. Oh, was? Und zwischendurch? Ja. Hä?